So, es gibt jetzt ein kleines Update zu diesen Anzeigern. Und zwar läuft das Ganze jetzt bei mir in Echtzeit. Hier über die Internetseite start.vag.de über die Maximilianstraße, wo dieser Anzeiger früher hing. Und er müsste sich eigentlich gleich in Bewegung setzen. Jetzt aktualisiere ich gerade nochmal. Genau, er dürfte jetzt dann eigentlich gleich losgehen, weil der Zug abgefahren ist und sich entsprechend umstellen. Da warten wir jetzt mal einen kleinen Moment, bis er die Daten gekriegt hat. Soll es zu lang dauern, dann mache ich einfach einen kleinen Schnitt. Ja, er hat sich jetzt eben entsprechend eingestellt hier auf die nächste U-Bahn, die hier angezeigt wird. Wie gesagt, der Anzeiger hing an der Maximilianstraße und er zeigt jetzt einfach Abfahrten in beide Richtungen an, damit ein bisschen Abwechslung herrscht, sag ich mal. Und ja, euch ist bestimmt aufgefallen, er zeigt jetzt U11 an. Die gibt es ja eigentlich nicht mehr seit 2017, glaube ich, U11 und U21. Ich habe es jetzt aus Nostalgiegründen trotzdem so gelassen, dass, wenn eben nicht die komplette Strecke der U1 abgefahren wird, dass das einfach als U11 angezeigt wird. Ja, wie gesagt, eingestellt auf den Standort Maximilianstraße und entsprechend die Vias werden auch angezeigt. Ja, das Ganze läuft jetzt mit meiner Karte, die ich euch ja in dem letzten Video schon vorgestellt hatte. Das zeige ich euch mal kurz, wenn wir jetzt hier einmal aufmachen. So. Ich habe übrigens, das kann ich euch auch noch sagen, hier LED-Röhren eingesetzt und zwar nicht nur aus Stromspargründen, sondern auch aus Erhaltungsgründen, sag ich mal, weil der Kunststoff der Fallblätter sehr spröde geworden ist. Dadurch, dass die jetzt 40 Jahre lang da unten hingen und Tag und lang Nacht mit der Leuchtstoffröhre bestrahlt wurden, mit UV-Licht, sind die sehr spröde geworden. Sowohl das UV-Licht als natürlich auch die Hitze der Leuchtstoffröhre haben dazu ihren Teil beigetragen. Und damit das nicht weiter passiert, habe ich LED-Röhren eingesetzt, die man einfach eins zu eins austauschen kann, entsprechenden Starter dann noch mit rein. Und dann läuft das Ding. Die Originalen hatten hier so eine Klappe, da, die man so über die Röhren drüber machen konnte. Die hatten auch den entsprechenden Sinn, sag ich mal, eben, damit nicht das komplette UV-Licht direkt an die Fallblätter hinkommt. Ja, so schaut da das Ganze jetzt aus. Meine Ersatzplatine, die hier drin ist, hier noch so wirre mit den Jumperkabeln festgelötet. Aber mein Gott, da geht man ja eh nicht ran. Na? So schaut das Ganze dann aus. Läuft wunderbar. Per RS-485-Wandler vom PC aus in Echtzeit mit Echtzeitdaten. Na? Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich gerne über die Kommentare kontaktieren oder mir eine E-Mail schreiben. Die findet ihr hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, damit verabschiede ich mich. Das Projekt läuft. Alles wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Fails. Ach ja, fällt mir gerade noch ein. Wenn er keine Daten mehr empfängt, sprich wenn quasi ja Betriebsschluss ist, weil keine Züge mehr kommen, dann zeigt er auch entsprechend an Betriebsschluss Gleis 2 oder bei dem Anzeiger dort hinten Betriebsschluss Gleis 1. Ja, wie gesagt, das war's und ich freue mich, dass den Anzeigern somit ein zweites Leben in Echtzeit eingehaucht werden konnte. Dankeschön hier nochmal an Xetlabs, der mir die Software dazu geschrieben hat. Also, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Fails.